jetzt in den nächsten 30 Minuten einen Überblick geben über Serious Gaming und die Möglichkeiten des Formates. Im ersten Teil werde ich nur mein abgeschlossenes Promotionsprojekt namens Simile präsentieren, welches sich um Serious Gaming in der chirurgischen Ausbildung drehte. Und danach werden zwei aktuelle Promotionsprojekte folgen. Wortwörtlich würde Serious Gaming so viel bedeuten wie ernstes Spielen, jedoch verbirgt sich dahinter vielmehr eine innovative Lehrmethode, die spielerisch Wissen vermitteln, die Konzentration steigern sowie die Entscheidungskompetenzen forcieren soll. Der Wissenserwerb erfolgt dabei passiv, leicht und nachhaltig im Vergleich zu rein theoretischen Formaten. Studien, die nach der Teilnahme an Serious Games stattfanden, konnten ein verbessertes Situationsbewusstsein, eine gesteigerte Problemlösekompetenz sowie einen vergrößerten vorderen Kortex nachweisen. Letzterer ist ein Abschnitt des Gehirns, welcher für die strategische Planung, die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis verantwortlich ist. Die Anwendergruppen in der Medizin reichen von MedizinerInnen und Pflegepersonal über Studierende bis hin zu PatientInnen. Während die Serious Games für das klinische Personal und Studierende dem Wissenserwerb, dem Aufbau und der Abfrage dienen, sollen die für Patienten der Einsamkeitsbekämpfung und der Rehabilitation dienen. Serious Games für Studierende sind bereits Bestandteil einiger universitärer Curricula. Also in Göttingen besteht zum Beispiel eine fiktive Notaufnahme und da können dann Extremsituationen simuliert werden. Für Patientinnen gibt es die Möglichkeit, dass die zu präventiven oder therapeutischen Zwecken verschrieben werden. Und seit 2020 können diese auch als digitale Gesundheitsanwendungen klassifiziert werden. In der Chirurgie gibt es bislang nur Serious Games zur Hand-Auge-Koordination oder des räumlichen Vorstellungsvermögens. Zum postoperativen Komplikationsmanagement gibt es derzeit keine und deswegen haben wir uns genau auf diese Thematik gestürzt. Eine Komplikation impliziert einen nicht geplanten oder erwarteten Verlauf, der die Heilung erschwert, beeinträchtigt oder vereitelt, wobei postoperative Komplikationen diese sind, die nach operativen Eingriffen auftreten, jedoch selten alleinig bedingt durch intraoperative Fehler, sondern häufig koassoziiert durch prädisponierende patientenseitige Faktoren wie Alter oder andere Krankheiten oder Fehler der postinterventionellen Struktureinheit. Es ist immens wichtig, dass eine unmittelbare diagnostische und therapeutische Maßnahmen angeschlossen werden, da es sonst zu einer gesteigerten Mortalität, also Sterblichkeit und einer erhöhten Krankheitslast führen kann, zu einer erhöhten verlängerten Verweildauer im Krankenhaus oder einer erhöhten Pflegebedürftigkeit. Der Fokus des entworfenen Serious Games lag also auf den postoperativen Komplikationen. Wir haben uns dabei konzentriert auf die Bauchspeicheldrüse und den Darmtrakt. Da es sich hierbei um häufig stattfindende Eingriffe handelt und mit einer Komplikationsrate von bis zu 50% gerechnet werden muss. Die Konzeptionsidee eines Serious Games zum postoperativen Komplikationsmanagement entwickelte sich aus der Notwendigkeit der frühen und sicheren Diagnostik und schnellen Therapieeinleitung. Und damit die frühesten Warnzeichen registriert werden, gilt es, die Aufmerksamkeit und Entscheidungsschnelle klinischen Personals zu trainieren. Um einen ersten Eindruck darüber zu bekommen, ob Serious Gaming in diesem Bereich einen Nutzen erbringen kann, wurde die Anwendung funktionell einfach gehalten und auf Basis einer anonymisierten, prospektiven, offenen, nicht randomisierten Beobachtungsstudie durchgeführt. Zu dem Probandenkollektiv zählte primär klinisches Personal mit Patientenkontakt und Studierende, insbesondere weil wir uns in Dresden befinden, des UKDs und den Medizinstudierenden der TU Dresden. Die Rekrutierung erfolgte über Live-Veranstaltungen, Rundmails und Aushänge und der Zugang zur Studie erfolgte dann über einen Link mit dem eigenen mobilen Endgerät, wodurch wir einen zeitlich und örtlich unabhängigen Zugang ermöglichten. Zu den Zielen gehörte einmal die Untersuchung, inwieweit Serious Gaming sich in der Medizin umsetzen lässt und angenommen wird. Des Weiteren sollte erörtert werden, ob es eine realistische Alternative oder Ergänzung darstellt zu bisherigen Lehr- und Lernformaten. Und es sollte evaluiert werden, wo die Vorteile von Serious Gaming sind. Als Studienendpunkte wurde die Evaluation der Anwendbarkeit und Nützlichkeit des Formates im Rahmen der Fortbildung von Klinikpersonal mit Patientenkontakt gesehen und sekundär wurde die Therapieeskalation sowie die Verdachtsdiagnosen evaluiert.
Hier eine kurze Übersicht, wie das Spiel aufgebaut war. Zu Beginn durften die Teilnehmenden einige demografische Daten angeben, wie Alter, Berufsgruppe, Ausbildungsstufe. Und direkt im Anschluss folgte dann die initiale Fallpräsentation eines postoperativen Patienten. Der Teilnehmende wurde gebeten, diesen zu triagieren, also zu sagen, ob es sich für sein Dafürhalten um einen Notfall handelt, und eine Verdachtsdiagnose abgeben. Diese war dreistufig. Obligatorisch war dabei die Angabe des Organsystems und fakultativ war die Möglichkeit der Spezifizierung in Infekt- oder Blutungskomplikation oder auch eine Freitextangabe möglich. Im Anschluss daran folgte dann ein dreistufiges Management, wobei die erste Entscheidungsstufe das akute Management, die zweite das definitive Management und die dritte das Alternativ- oder Langzeitmanagement umfasste. Der Teilnehmende durfte 1 bis 3 Maßnahmen auswählen an Diagnostik und Therapie und ihm wurden unmittelbar im Anschluss dann die Ergebnisse der ausgewählten Maßnahmen präsentiert. Schloss er den Fall vollständig ab, wurde er weitergeleitet zu einer Validitäts- und Nützlichkeitsanalyse, welche einen vergleichenden und einen nicht vergleichenden Teil umfasste. Insgesamt wurden 131 Fälle im Rahmen dieser Studie abgeschlossen, wobei die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 11 Minuten 46 Sekunden lag. Wir konnten eine signifikante Reduktion der Bearbeitungszeit der Managementstufen nachweisen. Während das akute Management in 1 Minute 25 bearbeitet wurde, wurde die Zeit dann deutlich kürzer mit 53 und 30 Sekunden. Die Entscheidungsschnelle der Probandinnen hat sich also erhöht. Und wenn diese sich erhöht, verringert sich die Zeit, in der keine Aktion stattfindet. Das Komplikationsmanagement kann also als verbessert angesehen werden und Serious Gaming damit als fähig, dieses zu trainieren. Wenn man sich die Abgabe des Organsystems und anschaut, der Verdachtsdiagnose, kann man sehen, dass das richtige Organsystem in 92% der Fälle initial korrekt erkannt wurde. Wurde eine weitere Spezifizierung vorgenommen, so war diese in 88% der Fälle korrekt. Die Auswertung zeigte außerdem, dass die 6 konzipierten Serious Gaming-Fälle von unterschiedlicher Schwierigkeit waren und eine Differenzierung der Expertise simultan zur Ausbildungs- und Berufsgruppe ermöglichten. Experten und Fachärzte, sieht man oben in dem roten Kästchen, erkannten das betroffene Organsystem beispielsweise in 100%. Zu den Experten zählten Ober- und Chefärzte und Studierende nutzten beispielsweise nur in 55% die Möglichkeit des der Verdachtsdiagnose Spezifizierung in einen Komplikationsmechanismus und nur in 16% die Möglichkeit einer Freitextangabe. Ärztliches Personal hingegen benutzte die Freitextangabe in 41% der Fälle und tätigte dabei auch nur 5% fehlerhafte Angaben. Der nicht vergleichende Teil der Validitäts- und Nützlichkeitsanalyse, die sich also im Folge anschloss, umfasste Fragen zu den Dimensionen Struktur und Didaktik, Anwendungsbezug und Anregung und Motivation. Die Balkendiagramme stellen dabei die abgegebenen Antworten der Teilnehmenden dar, wobei in grün Stimme zu oder Stimme eher zu, trifft eher zu oder hoch eher hoch dargestellt sind. Negative Bewertungen fanden also nur in wenigen Fällen statt. Als besonders positiv schätzen die Teilnehmenden die Fallrelevanz und Aktualität, die Realitätsnähe und Gestaltung und Struktur ein. Der Lernzuwachs schnitt mit 49% positiven Bewertungen dabei erstmal am schlechtesten ab. Der vergleichende Teil sollte einen Vergleich zu herkömmlichen Lehrmethoden darstellen, wobei die Über- bzw. Unterlegenheit von Serious Gaming zu bekannten theoretischen Lehrformaten eingeschätzt werden sollte. Auch hier in grün: Serious Gaming ist überlegen bzw. eher überlegen, und auch hier kann zusammengefasst werden, dass in den meisten Fällen positiv bewertet wurde. Die Dimensionen Freude und Motivation, Benutzerfreundlichkeit, Problemlösekompetenz und Selbstreflexion wurden hier am überlegensten bewertet, der Zugewinn theoretischer Kompetenzen am schlechtesten. Die entwickelte Anwendung hat jedoch auch Grenzen, die ich ganz kurz umreißen möchte. Da der Prototyp primär der Evaluation dienen sollte, ob Serious Gaming als Lehrformat Akzeptanz entgegengebracht wird, wurde das Design im Rahmen dieser explorativen Arbeit nicht priorisiert und erinnerte rein optisch wenig an ein klinisches Umfeld, sondern eher an eine groß angelegte Umfrage durch den Fragebogencharakter. In folgenden Versionen wollen wir aber mit interdisziplinären Kooperationen in Bereichen des technischen Designs und sowie immersiver Technologien das Realitätsgefühl dahingehend steigern.
Des Weiteren muss die Generalisierbarkeit der Ergebnisse als eingeschränkt betrachtet werden. Zum einen handelt es sich um eine freiwillige Studienteilnahme, die Motivation und Interesse am Themengebiet impliziert. Lösung dessen wäre, eine Querschnittstudie durchzuführen, beispielsweise im Rahmen eines Medizinstudiengangs. Und außerdem beinhaltet die Stichprobengröße teilweise sehr kleine Untergruppen. Da müsste man dann auf eine Homogenität der Gruppen achten. Des Weiteren gab es verschiedene Schwierigkeiten in der Konzeptualisierung. Die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen wurden derzeit als Dropdown-Menü dargestellt, der Einfachheit halber. Lösung wären hier Freitextfelder. Das Management war dreistufig, was sehr starr ist. Im Verlauf sollte eine flexiblere Gestaltung ausgewählt werden. Und im Allgemeinen war die Konzeption sehr zeit- und arbeitsintensiv. Die Lösung hier wäre die Gestaltung einer Eingabemaske. Da komme ich dann zur Perspektive nochmal genauer drauf. Wenn ich einmal ganz kurz unterbrechen darf, Sophie, wir haben eine Frage im Chat. Und zwar, warum ist der Lehrzuwachs nicht so gut eingeschätzt? Haben Sie eine Idee? Wir haben da tatsächlich mit einigen Teilnehmern drüber geredet. Es waren auch viele Fach- und Experten, also Ober- und Chefärzte dabei, die natürlich ein immens hohes Wissen hatten. Und auf der anderen Seite hatten wir noch nicht so Tools wie zum Beispiel einen Coach. Das könnte man im Verlauf auch noch mit reinbauen, dass die halt sagen, man könnte auch wirklich noch Wissen mit integrieren. Im Moment ging es eher darum, wie manage ich, und es gab weniger explizites Wissen, das jetzt eingeblendet wurde. Das ist aber im Verlauf dann auch Teil der nächsten Studien. Genau. Kommen wir zu dem Potenzial. Also Serious Gaming offenbart diverse Potenziale für die medizinische Ausbildung. Ärzte können so spezifische und seltene Szenarien trainieren, ihr theoretisches Wissen direkt in die Praxis umsetzen, ein vollständiges und systematisches Vorgehen erlernen, und das alles führt dann zum Aufbau von Automatismen, die eine direkte Übertragung in die Realität zulassen. Und damit soll der Aufbau einer quasi algorithmischen Entscheidungsfindung forciert werden. Für Patientinnen im Folge führt es zu einer verringerten Sterblichkeit und einem verbesserten Patientenwohl und einer kürzeren Liegezeit, weil sie fortan von sensibilisierten und trainierten Ärzten und Ärztinnen versorgt werden. Und für die Struktureinheit würde dies im Umkehrschluss bedeuten, dass die Liegezeit verringert werden kann, dass Kosten- und Personalaufwand reduziert werden, Ressourcen, die im Krankenhaus also rar sind, geschont werden und eine Effizienz- und Effektivitätssteigerung bewirkt werden kann. Serious Games könnten also zu einer Versorgungsqualität im Gesundheitswesen beitragen. Das Promotionsprojekt konnte damit zeigen, dass Serious Gaming als Lehrmedium akzeptiert wird und eine wertvolle Ergänzung zur theoretischen Lehre darstellt, vor allem weil es auch die Einstellung zum Lernen verbessert und den Enthusiasmus steigert, wobei Freude am Lernen ein wichtiger Vorläufer für Motivation und Erfolg darstellt. Genau, als Perspektive sehen wir die Weiterentwicklung hin zu einer Serious Gaming Plattform, die die Integration realer klinischer Krankheits- und Komplikationsverläufe ermöglicht, sodass nicht nur die eigenen Kollegen von dem Fall lernen können, sondern vielleicht sogar auch entferntere Einheiten. Der Prozess soll so aussehen, dass direkt in der Klinik reale Patientenfälle zu Serious Games gewandelt werden, indem sie in eine Eingabemaske eingegeben werden. Ein File-Review würde sich anschließen und bei positiver Bewertung würde dieses dem Netzwerk verfügbar gemacht werden. Das Netzwerk würde somit zu einem stetigen und konsequenten Lernen und Erarbeiten von Fallporträts beitragen und damit zu einer kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung des Personals, welches dann auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist, in dem immer die Erkenntnisse von neuesten Studien, Leit- und Richtlinien implementiert werden können. Bisherige Studien inklusive dieser evaluierten prima den subjektiv empfundenen Lernzuwachs sowie die Zufriedenheit der Teilnehmenden. Zukünftige Studien sollten sich dann auch mit einem Versuch der Implementierung in die Lehre wagen, sowie eine Effektivität des Formates untersuchen. Und damit möchte ich jetzt auch schon überleiten zu meinen beiden Doktorandinnen, die sich mit einer Implementierung in die Lehre und zum anderen mit der Messung der Effektivitätssteigerung beschäftigen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Ich stelle mich auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Leon Manz. Ich promoviere ebenfalls an der Viszeraltorakgefäßchirurgie im Klinikum Dresden. Und ich beschäftige mich auch mit Serious Gaming, beziehungsweise genauer gesagt, wie ihr lesen könnt, der
Überprüfung des Nutzens von Serious Gaming gegenüber theoretischen Lernformaten am Beispiel des Erwerbs klinisch relevanten Wissens zur postoperativen Pankreasfistel. Ich würde Ihnen zunächst gerne einmal kurz erklären, was die postoperative Pankreasfistel ist. Die ist eine Komplikation der Bauchspeicheldrüse, die nach Operation an der Bauchspeicheldrüse auftreten kann. Und dabei entsteht eine nicht physiologische Verbindung zwischen der Bauchspeicheldrüse und benachbarten Organen beziehungsweise der Bauchhöhle. Und ursächlich hierfür ist beispielsweise die Verletzung des Pankreasgewebes während der Operation oder eben das Aufreißen oder das Undichtwerden der Gänge des Pankreas an sich. Das Risiko ist von Operationsverfahren zu Operationsverfahren unterschiedlich. In der Literatur spricht man aber von nicht ganz unerheblichen 3-35%. Und diagnostisch ist erstmal wichtig, dass dass die Drainage, die während der Operation eingelegt wird, 3 Tage nach der OP auch immer noch Sekret fördert und dass in diesem Sekret auch eine dreimal höhere Enzymkonzentration eines bestimmten Bauchspeicheldrüsenenzyms nachgewiesen werden kann als im Serum des Patienten. Das wäre die sogenannte Amylase. Genau, therapeutisch gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es hängt ein bisschen davon ab, wie stark die Bauchspeicheldrüsenfistel ausgeprägt ist. Es gibt leichtere Formen, wo es nur notwendig ist, sich erstmal das Ganze anzuschauen, abzuwarten und eine beobachtende Position einzunehmen. Es kann sein, dass das Ganze CT-gestützt selbst nochmal trainiert werden muss oder es kann dazu kommen, dass die Pankreasfistel, die Bauchspeicheldrüse erneut operiert werden muss und dabei das restliche Gewebe entfernt wird. Das gilt es natürlich zu verhindern. So eine Reoperation ist natürlich mit erheblichen Risiken für den Patienten verbunden. Es führt zu erneuten verlängerten Liegezeiten für den Patienten und so eine Bauchspeicheldrüsenfistel kann auch einen erheblich komplizierteren Verlauf nehmen. Deswegen ist die Früherkennung wichtig und geschultes Personal. Kommen wir jetzt kurz zu meiner Promotionsarbeit oder zu dem Vorhaben. Es geht hier vor allem darum, ein Serious Game zu entwickeln, welches klinisch relevantes Wissen über die postoperative Pankreasfistel vermittelt und was dann eben von Medizinern und Medizinstudierenden gespielt werden kann, aber auch von Klinikpersonal mit Patientenkontakt. Das wären dann auch die Probanden. Und auch hier wollen wir zunächst einmal das Vorwissen der Probanden erfassen, die demografischen Daten wie Alter, Geschlecht, Studienjahr und irgendwelche anderen Vorerfahrungen. Wir würden die Teilnehmenden auch fragen, für welchen Lerntyp sie sich selber halten. Das wäre wahrscheinlich später auch nochmal interessant. Und danach gibt es als erstes eine kurze Wissensabfrage und dann eben eine Gruppe A und eine Gruppe B. Die eine Gruppe wird Infomaterial in Form eines Handouts zur postoperativen Pankreasfistel erhalten, was die 5 Minuten durcharbeiten können. Und die andere Gruppe wird die gleichen Informationen möglichst interaktiv in einem Serious Game vermittelt bekommen. Daraufhin gibt es eine erneute Wissensabfrage und die Daten wollen wir dann auswerten. Was kommen wir zum Ausblick? Was wollen wir? Ob wir zum Ausblick kommen, Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche. Wir haben wieder eine Frage im Chat. Was wollen Sie den Lerntyp erfassen? Die Probanden sollen angeben, für welchen Lerntyp sie sich selbst einschätzen. Und das könnten wir dann natürlich später mal vergleichen, ob das Ganze
Wie es ist ja eher interessant, ob die Leute von Serious Gaming profitieren, die sich eher für einen visuellen oder einen haptischen oder eher für einen auditiven Lerntyp selbst einschätzen. Ja, Dankeschön. Nochmal kurz zum Ausblick. Genau, wir wollen herausfinden, ob sich ein Vorteil, also wir wollen Belege dafür finden, ob sich ein Vorteil von Serious Gaming gegenüber klassischen Lern- und Lernmethoden zeigen. Das wäre natürlich erstmal das Vorrangige meiner Promotionsarbeit. Und danach wollen wir also langfristig gesehen Serious Gaming-Anwendungen in der medizinischen Lehre etablieren. Ja, wenn wir das Ganze ein bisschen weiterspinnen und uns überlegen, welche weiteren Projekte sich eventuell noch ergeben können, dann könnte man zum Beispiel überlegen, dass man zwei Stationen nimmt, einmal also beides chirurgische Stationen und dort die Anzahl der auftretenden Pankreasfisteln erfasst und dann quasi den Mitarbeitenden in regelmäßigen Abständen einerseits also von der einen Station Infomaterial zur Pankreasfistel zukommen zu lassen und auf der anderen Station den Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, ihr Wissen in regelmäßigen Abständen mittels einer Serious Gaming-Anwendung zum Thema zu schulen. Und dann könnte man im Verlauf die Anzahl der auftretenden Pankreasfisteln vergleichen. Ja, das wäre es soweit erstmal von mir. Dann würde ich einmal weitergeben. Dankeschön. Ja, hallo zusammen, dann würde ich gleich weitermachen. Mein Name ist Katharina Althammer und ich bin auch Promovierende der Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie an der Technischen Universität Dresden, beziehungsweise dort am Universitätsklinikum und momentan im 8. Semester. Ah ja, ich stelle gerade fest, ich muss ja auch noch weiterklicken. Genau. Und mein Promotionsthema lautet Evaluation von Serious Games in der Lehre des eFAST-Algorithmus mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und wir haben ja jetzt schon viel über Serious Games gehört. Deswegen würde ich jetzt kurz noch den eFAST-Algorithmus ein bisschen näher erläutern. Und zwar, eFAST steht für Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma. Und das ist eine Ultraschalluntersuchung, die in der Notfallmedizin angewandt wird, also in Notaufnahmen, auf der Intensivstation. Und das Ziel ist es, freie Flüssigkeiten beziehungsweise auch Luft zu erkennen, das auszuschließen, einmal eben im Brustbereich und auch im Bauchbereich. Und da schaut man sich eben anhand von 5 standardisierten Schritten mit dem Ultraschallgerät eben rechts am Körper, rechts am Bauch, Leber und Niere unter anderem an. Ähnlich dann auf der linken Seite beim zweiten Schritt eben auch die Organe dort. Der dritte Schritt beispielsweise, da schaut man sich den Bereich um das Herz an. Im vierten Schnitt dann die Organe und Bereiche im unteren Bauch und beim fünften Schritt dort dann auch noch die Lunge. Und bei meiner Promotionsarbeit soll es jetzt darum gehen, ich werde auch zwei Probandengruppen haben und die werden nur aus Medizinstudierenden bestehen. Wahrscheinlich ab dem 6. Semester, also nicht mehr ganz frische Medizinstudierende, sondern schon ein bisschen weiter im Studium. Und eine Gruppe wird dann einen Text bekommen mit dem Inhalt dieser eFAST-Untersuchung. Und die zweite Gruppe wird dann ein Serious Game mit genau dem gleichen theoretischen Inhalt über das eFAST in diesem Serious Game-Format. Und im Anschluss werden dann alle Probandinnen die eFAST-Untersuchung durchführen. Da ist jetzt momentan noch die Überlegung, ob man das an einem Sonografie-Simulator, den wir bei uns an der Uni haben, ob man das darin machen könnte. Was natürlich super wäre, weil das dann noch objektiver wäre, als wenn man dann noch eine weitere Studentin oder einen Studenten hätte, an dem alle dann diese Untersuchung durchführen. Und anhand von gewissen Gütekriterien, wo ich auch gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen werde, wird dann eben die Auswertung stattfinden. Genau, denn es gibt bei meiner Promotions- oder meinem Promotionsprojekt momentan, also bei dem Stand, bei dem ich gerade bin, noch ein paar offene Fragen.
Zum einen ist es eben genau, diese Gütekriterien zu definieren. Die sind wichtig, um eben diese Untersuchung oder das Ergebnis der Untersuchung objektiver beurteilen zu können. Und ein paar Ideen wäre zum Beispiel, sich die Schnelligkeit der Untersuchung anzuschauen, dann ob die Schalkow-Positionen eben richtig gefunden wurden und natürlich auch, was dann die Diagnose letzten Endes ist. Also ist das, was die Studierenden da auf dem Ultraschallbild quasi sehen, haben sie das dann auch richtig beurteilt und richtig diagnostiziert. Genau. Und ein zweiter Punkt wäre noch, wie man denn künstliche Intelligenz vielleicht noch mit in mein Promotionsprojekt integrieren könnte. Und da ist die momentane Idee, ob nicht eine KI dann die Untersuchungsergebnisse auswertet. Also quasi, dass man die Gütekriterien einspeist, die Ergebnisse der Untersuchungen und ob das dann nicht eine KI quasi auswerten könnte. Das sind da noch so ein paar Ideen, die gerade noch offen sind. Und vielleicht als auch als Ausblick zum Schluss, das Ziel meiner Promotionsarbeit wäre quasi einfach der Vergleich, ob jetzt, wenn man ein Serious Game spielt und dadurch Lerninhalte vermittelt bekommt, ob das einen Vorteil hat zu, ich lese einen Text mit einem gewissen Inhalt. Und natürlich ist dann die Frage, ob man nicht die Serious Games ins Medizinstudium noch wesentlich stärker integrieren könnte oder aber auch später für den beruflichen Alltag, dass man das als Wissensauffrischung nutzt, als zum Beispiel, keine Ahnung, App auf dem Handy, dass man da nochmal was durchklickt, durchspielt vor dem Dienst oder nach dem Dienst oder ich glaube, da sind keine Grenzen gesetzt. Also da, das wären so Überlegungen, wo das ganz vielleicht hingehen könnte. Genau. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Deswegen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich gebe mal nochmal weiter an Sophie oder an Leon, je nachdem. Ich würde noch ganz kurz einmal was zu der Martina Mörth sagen. Die Lerntypen sind bei uns nicht primär ein großer Punkt. Wir haben diesen Artikel tatsächlich, ich glaube, nicht genau diese Quelle gelesen, aber andere Quellen zum Thema Lerntyp und dass es da sehr kontrovers darüber diskutiert wird, ob es diese gibt und in welcher Form es diese überhaupt geben sollte. Wir fanden es trotzdem interessant, einfach mal abzufragen, was die Leute überhaupt denken, was sie seien. Wir werden diese aber nicht richtig standardisiert erfassen, sondern einfach nur den subjektiven Lerntyp erfragen, um vielleicht daraus noch weitere Ergebnisse erzielen zu können. Ja, damit vielen Dank erstmal an die drei SpeakerInnen für diesen wirklich sehr interessanten und auch lehrreichen Vortrag. An dieser Stelle nochmal der finale Hinweis, dass Sie als Zuhörende die Folien auch runterladen können auf dem Download-Symbol über der Präsentation. Und genau, damit bedanke ich mich jetzt sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, Fragen können auch noch im Nachgang gestellt werden. Nachdem ich gleich diese Sitzung schließe, werden Sie wieder in die Lobby geschickt und von dort aus können Sie zu den Thementischen und dort alles Weitere noch, was zum Beispiel an Fragen offen ist, noch mit den SpeakerInnen diskutieren. Genau. Also, in dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß beim University Future Festival. Vielen Dank.